Hallo Leute, da sind wir wieder zu The Unfinished Swan. Für uns ist ein, oder für mich ist ein ganzer Tag vergangen. Ah, ich erinnere mich, wir sind hier in diesem Leuchtturm-Dingsbums und wollten uns... Oh, ich liebe das, es ist so schön. Und wollten uns die Geschichte hier angucken. Halbfertig wie sie war, verschlang die Kreatur mit Leichtigkeit alle Soldaten des Königs, den halben Zoo und drei Gewächshäuser. Nur mit Hilfe seines zahmen Nilpferds gelang es dem König, sie in das Meer zu drängen. Und obwohl das Wasser jahrelang schwarz blieb, wurde die Kreatur nie mehr an Land gesehen. Das ist aber nicht das Monster, was wir, oder der Fisch, sage ich jetzt mal, den wir mal schwimmen sehen, oder? Voll schön übrigens, dieser Moment, als das hier so gerade drüber gewachsen ist. Das sah irgendwie, ich weiß nicht, sah irgendwie perfekt aus. Okay. So, liebe Leute, dann gucken wir uns das hier mal an. Wir sind zu klein. Wir müssen wahrscheinlich... Achso, wir müssen wahrscheinlich auf den Tisch, wollte ich sagen. Oder können wir hier... So, lecker den Braten. Sind immer noch zu klein. Ne, wir müssen tatsächlich hier so ein bisschen kraxeln. So, jetzt aber, oder? Okay, wir müssen offensichtlich hier rauswachsen. So, versuchen wir das mal. Epp. Okay. Oben, und das muss ja an der Klappe lang, oder? Das macht mehr Sinn. Dann können wir nämlich... So. Hep. Sehr gut. Da oben ist doch... Ach, da ist ein Fenster. Okay. Wir haben ja ab 30 diesen Schlauch. Haben wir denn den Schlauch permanent? Weil der war richtig, richtig cool. Und die Haie? Oh, ein Ballon sogar noch. Hab ich gar nicht hier geguckt, aber hier ist nichts oben. Innerhalb kurzer Zeit waren alle Untertanen des Königs fortgegangen. Außer dem Riesen, der sehr treu und sehr faul war. Sehen wir den eigentlich von hier noch? Das ist wirklich Toast da hinten. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, sieht aus wie angebissener Toast, sind wir von der anderen Seite gekommen. Müsste der Riese ja auch irgendwo beim Toast liegen, oder? Lass uns mal hier gucken gehen. Ob uns das zu einem fetteren Ausguck... Der Schwan. Zu einem fetteren Ausguck bringt, wollte ich sagen. Da ist dieses Kirchenpalast-Fenstertür-Dingens. Unser Schlauch. Na gut. Vorsichtig nicht, dass wir abstürzen. Der Schwan fliegt schon mal weg. Oh, das wäre so cool gewesen, wenn das jetzt hier geläutet hätte. Zing, zing, zing. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass hier noch irgendwas... dass hier noch irgendwas nach oben gewachsen kommt oder so. Okay, wir müssen hier lang, nehme ich an. Nee, es kommt wirklich nicht. Monroe winkte dem Riesen zu und setzte die Segel. Aber wie schnell er auch flog,
Er konnte den Schwan nie ganz erreichen. Und nicht zum ersten Mal hatte Monroe das Gefühl, irgendwo hingeführt zu werden. Dann flogen sie in eine Wolke und alles wurde schwarz. Okay, wir haben die Errungenschaft Kletterer bekommen. Gucken wir mal kurz. Hier haben wir 2 von 3, 2 von 4 im Wachturm, 0 von 2. Das unvollendete Reich. Oh, hier haben wir sogar alle bekommen. Sehr schön. Und hier auch im Glockenturm. Also wir sind deutlich aufmerksamer geworden. Okay, es gibt nur noch 2 Kapitel. Alles klar. Na dann schauen wir uns das Ganze mal bei Nacht an. Monroe segelte im Dunkel der Stimme des Schwans hinterher. Er sah gar nichts. Keine Sterne, keinen Schwan und sicher nicht den Baum, in dem er hängen blieb. Als die Wolken sich auflösten, war der Schwan fort und Monroe allein inmitten eines riesigen Waldes. Da er keine andere Wahl hatte, sprang er runter. Oh, Sternschnuppe. Alle was wünschen? Okay, ich habe mir was gewünscht. Oh, scheiße. Wir gehen einfach mal auf das hier zu. Oh. Oh. Geh nach links. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ew. Ah. Die schönen Pilze. Okay, hier sind doch Spuren. Aber wir stürzen jetzt hier nicht wieder irgendwo rein. Ich habe übrigens auf Instagram oder so, habe ich eine Website, also einen Shop gesehen, wo die, solche Pilze, die man als Dekoration für seinen Garten hinstellen kann, verkaufen. Das fand ich super schön. Stellt euch mal vor, boah, ich hoffe, dass das mit dem Haus so klappt, wie wir das haben möchten. Dann würde ich mir diese Pilze holen und dann stellen wir die in den Garten in unsere Blumenbeete. Und wie schön das dann bei Nacht wohl aussehen mag. Machen wir euch hundertprozentig Stories. Und Bilder und alles. Oh, ich hätte auch von da hinten kommen können anscheinend. Himmel, ne? Okay. Klingt nach gruseligen Viechern. Kann mir das was tun? Hin kann ich nicht lang, ne? Was? Keine Ahnung. Ich glaube, hier kann ich nicht lang. Oh, hier ist aber noch. Aber dort geht's zur Statue. Na, lass uns erstmal hier lang gehen. Oh, ein Ballon. Sehr schön.
Warum ist das jetzt hier so eine Special Musik? Au! Tut mir ja wirklich weh. Ich hab gedacht, das geht gar nicht. Ich hab gedacht, das ist ein schönes Kinderspiel. Das ist die richtige Richtung hier. Komm, ich erzähle euch mal was Schönes, damit das hier nicht so eine Gruselstimmung ist. Und zwar habe ich heute dem Hiro wieder seinen Lieblingskuchen gebacken. Mal, das passt doch hier durch, oder? Kann ich doch auch so hier durchdingsen. Und zwar ist das ein Zitronenkuchen. Mit echten Zitronen, ohne Aroma. Mit echten Zitronen halt. Okay. Und das Beste davon ist ja, wir wissen es alle, den Teig zu kosten. Und weil der Hiro Alpakas mag, habe ich zwei kleine Alpaka-Kuchen gebacken. Und weil so viel Teig übrig war, habe ich den nicht etwa selbstlos aufgegessen. Sondern ich habe ihn in Muffinförmchen gemacht. Und jetzt haben wir auch noch ein paar kleine Muffins. Oh Gott, bleib hier. Wir eilen dem Ganzen mal nach. Nein, müssen wir jetzt in so ein Loch rein? Anscheinend ja. Okay, anscheinend dort lang. Der! Oh nein, sie rollt zu schnell! Teil 2, der Fluss. Aber kann ich in den Fluss? Ich kann nicht in den Fluss. Okay, dann sterbe ich. Was ist denn dann meine Mission? Warten, bis der hier lang rollert. Okay. Kommt er? Er fühlt sich hier echt so ein bisschen verloren, muss ich zugeben. Ich hoffe, dass das schwarze Ding jetzt hier bald vorbei ist. Okay. Oh, eine Kröte. Hallo. Ich glaube, ich soll hier wechseln, ne? Oh Gott, die Strömung. Oh nein. Was soll ich tun? Oh Gott, nein, ich geh doch schon, Alter. Okay, hier geradeaus weiter, oder was? Vogel bleibt hängen. Oh, weil da ein Ballon ist. Okay. Und was machen wir nun? Ich glaube, ich muss hier vorbei boxen. Muss ich auf die andere Seite lieber? Dann kann ich nicht so richtig, oder? Ist das ein Krokodil? Oha. Okay, einmal noch. Okay.
Wie so eine Geschichte. Der König war es leid, perfekte Königreiche für nicht so perfekte Untertanen zu kreieren. Er entschied, sein Vermächtnis auf altbewährte Art zu hinterlassen. Mit einer Familie. Dafür begann er zunächst mit einem Haus. Na. Okay, muss ich das hier irgendwie aufbrechen? Oder müssen wir da hinten lang? Wir müssen vielleicht da hinten lang, oder? Okay, da ist noch ein Buchstabe. Ich habe jetzt nie hinter mich geschaut. Ich hoffe, dass da war nie was. Aber wie mache ich denn jetzt da drüben den Buchstaben? Hätte ich auf der anderen Seite sein sollen? Kann ich noch... Ich glaube, ich kann hier rüber, oder? Wartet mal. Ja, das strandet hier. Der König war nicht sehr gesellig. Also malte er sich eine Ehefrau, anstatt eine zu suchen. Als sie die Augen öffnete, war der König erstaunt. Er hatte eine weibliche Version seiner selbst geschaffen. Er war verliebt. Ja. Kann man hier hochgehen? Da ist was. Kann ich da rein? Da oben ist ein Ballon. Wartet mal. Hier ist ja erstmal irgendwas angemalt. Ah, hier ist es einmal ein Dunkel. Hier kommt man auch irgendwie nicht hoch. Vorbeigehen ist auch nicht, ne? Oder kann ich hier von der Seite irgendwie? Wirkt nicht so. Okay, ich glaube, ich soll dort oben lang. Da oben ist ein Ballon. Mich hier wieder zurück? Aha. Wenn das Licht ein bisschen doller wäre. Lass uns mal probieren, hier reinzuspringen. Teil 3 zu Hause. Okay, wir können, glaube ich, wieder zurück. Eins. Zwei. Kann ich das umschmeißen? Ich glaube, so kann ich gleich Treppen bauen, kann das sein? Lass uns aber erstmal hier so eine Runde rumgehen und gucken. Oh, da gibt es nicht viel zu gucken. Ballon. Gut. Okay. Cool. Ein bisschen zu klein noch. Mal probieren, ob man über Eck hier so. Ja, das funktioniert. Gut. Ein Stückchen fehlt hier auch noch. Okay, ich glaube, das ist ein Busch angemalt. Warte mal. Okay.
Ich habe gedacht, ich kann jetzt mehrere zugleich ziehen, aber anscheinend geht das nicht. Hä? Na? Okay, hier sind Mistgabeln und so. Komm ich hier schon hoch? Ja, komm ich. Sehr cool. Ah, jetzt haben wir das hier auch gebaut. Okay. Oh nein, es ist fort. Aber hier kann ich es nicht mehr. Können wir hier drin ein Haus bauen? Überglücklich ging der König in sein Atelier und malte Geschenke für seine Königin. Ihr mangelndes Interesse sah er nicht, obwohl sie es nie verbarg. Das einzige Geschenk, das sie behielt, war ein kleiner silberner Pinsel. Okay. Aber dann würde ich gern, bevor wir hier weitermachen und hier das Haus wirklich bauen, nochmal rausgehen. Weil dort hinten ist ja irgendwas mit dem Ballon. Und ich glaube, hier geht die Hauptstory weiter. Aber Leute, wir sind auch schon bei 22 Minuten. Deswegen lasst uns an der Stelle eine kurze Aufnahmepause machen. Dann gehen wir hier hinten gucken. Das machen wir am besten mal sofort, damit wir gleich wissen in der nächsten Episode, wo es lang geht. Wir wollen ja dort hinten noch den Ballon haben. Also dann, bis dann. Tschüss.